Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bros in Heaven Agrarian Skies 2 mit dem guten Wombi. Grüß dich. Hallo. So, was machen wir? Ja, ich bin dabei, eine Windmühle zu bauen, falls du das noch gar nicht weißt. Oh, du bist hier straight auf dem ja. Questpfad, ja? Ja, so ein bisschen dachte ich mir, komm, mache ich einen Flugswindmüll und einen Eisenrotor, auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, wie der geht. Aber das finde ich noch raus, keine Angst. Ist ja quasi prädestiniert hier auch die Fläche, ne? Für ja, locker. Das ist unser Windenergiepark, sag ich jetzt mal. Auch so ein bisschen offshore. Ich meine, wir haben zwar keine Shore und auch kein Wasser, aber. Okay, also Wasser schon, aber eigentlich sind wir ja komplett im Off. Wir machten jetzt, dass das automatische Sieb sich den Dust nimmt, der da jetzt fertig ist. Macht er das nicht automatisch? Bis jetzt macht er das noch nicht, aber warte mal, ich kann mal gucken. Wenn du, ich gucke jetzt mal unten, da ist ja hier ein Ausgang machen. Ja, mach mal. Geht das? Oh ja, es geht. Jetzt funktioniert's. Jetzt nimmt er sich den Dust. Wie den Ausgang. Wie ist das gemacht? Na, pass auf. Komm mal her. Komm mit. Klick mal rechts auf so einen Pulverizer. Ja. Und dann hast du da ist so ein Ding. Hast du rechts drei so eine Reiter. Grün, Rot und Blau. Genau. Und bei den Blauen kannst du einstellen, Blau ist immer ein Eingang und alle anderen Farben sind Ausgänge. Du siehst jetzt dieses, du hast ne, du hast dementsprechend drei Felder. Genau. Und er kann halt eben bei jedem, was ich, Sand zum Beispiel oder so, kann er eben auch ein Nebenprodukt noch haben. Okay. Zum Beispiel kann es sein, oben siebt er ja Gravel, dass dann gleich das draus kommt. Ah. Das kann halt eben auch passieren. Das ist ja cool. Ja, dann kann er das direkt rüberschieben. Genau. Finde ich super. Super, super. Genau. Was soll ich jetzt machen? Jetzt bin ich ein bisschen, Achso, ich hatte irgendwie einen verzauberten Bogen, den wollte ich jetzt tun. Aber der Kollege ist manchmal ein bisschen verwirrt, weil er stackt anscheinend nicht. Warum stackt es nicht? Ja, weiß ich nicht. Er stackt nicht. Er hat hier einmal 5, einmal 9 und einmal einen einzelnen powdered Copper. Also er ist ein bisschen verwirrt, der Junge. Ja, kann ja mal passieren, ne? Ja, na klar. Alle bei uns? Ja, natürlich. Da ist halt schon mal. Bitte dich. So, jetzt mache ich aber mit der Windmill weiter. Ich wollte nämlich einen Machine Frame bauen. Yes, ich will mir noch ein bisschen Glass and Iron. Glass and Iron. Ich habe genug Glass und fast genug Iron. Das ist toll. So, was fehlt denn jetzt hier? Iron. Ach, Inver-Ingots sind nicht mehr genug. Okay. Ich hau jetzt hier mal so ein Speed-Upgrade rein. Ja, mach das mal. Ich bin kein Iron mehr. Zip. Oh, das Silver, Platinum, Nickel. Ja, geht schon ein bisschen zügiger. Aluminium, Copper, Gold, Iron Ore. Powdered Iron Ore, okay. Geht schon ein bisschen zügiger. Iron. Gut, dann muss ich gucken, dass wir hier vielleicht Broken Iron, ja. Crushed Iron haben wir auch. Na, wird das hier was, Kollege? Ja. Abbaue jetzt, ne, müsste ja eigentlich dann was passieren hier. Ey! Was denn? Ich bin voll durchgelaufen. Lausat. Lauf nicht durch mein Zeug. Entschuldigung, ich war gerade eben so fokussiert auf die Kiste hier. Ne? Vorsicht, ich laufe wieder durch. Nein, ich gehe hinten rum. Nee, das klappt nicht. Was suchst du denn? Ach, das muss ich ja schmelzen, ich Idiot. Nee, ist gut. Bombi war wieder voll in seinem Element im Blödsein. Sei nicht so streng zu dir. So, das müsste klappen hier. Gut. Boah, Junge, mach. Sehr gut. Einen brauche ich noch. Gut. Ich den Machine Frame bauen können, wenn ich das richtig. Also, ich muss sagen. Das mit dem Shift, Linksklick, das ist sowas von geil. Ja, das war ein richtig guter Tipp. Da danke nochmal an Scow und auch an Andrena, der nämlich den Tipp auch gegeben hat. Richtig geil. Richtig gut. Nice. Ja. Richtig nicer Tipp. Richtig nice Jungs. So, jetzt brauche ich noch einen Redstone, zwei Tin-Ingots, die habe ich mir geklaut. Jo, ist ja gut. Dafür sind sie ja da. Ein Redstone und dieses Flugsmoped, da muss ich noch bauen. Mhm. Redstone Transmission Coil. Ich hab eine, ich hab eine. Oder hast du hast eine. Also ich hab eine. Ja, hier. Ja, geil. Hab ich sie genommen?
Ach, Diamanten, ich brauche Diamanten. Diamanten, zwei Stück. Oh. Wir haben jetzt nur noch zwei Diamanten dann auf Tasch. Ne, du hast eine Reception Coil. Ich brauche aber eine Transmission Coil. Ach so, Verzeihung. Na, dann gib wieder her das Ding. Halt deinen Scheiß, Mann, ey. So wird da wieder pumpig, der Sack. Dann brauche ich ein Silver. Scheiße, da haben wir aber nichts mehr jetzt, ne? So, jetzt haben wir hier zweimal Speed Upgrade und zweimal Fortune Upgrade. Also mal gucken, was jetzt hier vorwärts geht mit dem Ding. Ob wir hier auch mal ein bisschen Diamanten rauskriegen zum Beispiel. Oder kriegt man die nur aus was anderem zum 7 raus? Weiß ich gar nicht. Schmilzt der die nicht? Kann die wohl weiterverarbeiten, oder? Ja. Den verschmilzt der jetzt, ne? Ja. Gut, dann brauche ich noch ein bisschen Paar. Ah, da müssen wir 7 Gravel. Gravel? Ja. Ich nichts mehr. Da müssten wir Gravel 7, um Diamanten zu kriegen. Aus Sand kriegst du die gar nicht. Ich hab mir mal gerade dein Powder Silver Ore geklaut. Ja, mach mal. Braucht nämlich. Okay. Gravel. Na gut, wir haben ja so viel Cobblestone. Das ist ja unmenschlich, wie viel Cobblestone wir haben jetzt. Ja, schon richtig. Oh, was wollte ich denn machen? Achso, ich brauche dieses Transmission Coil. Ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen planlos hier. Brauche ich denn das wieder? So, da brauche ich nur einen. Okay, das müsste ich eigentlich reichen. Tinker Toys, was geht denn hier ab? Bronze. Achso, Bronze können wir machen. Ingots 2, ja, nice. Cool. Das ist schon mal gut. Noch ein bisschen Schretz. Ach du Scheiße, hier gibt es ja Millionen Sachen. Ready, Stone. So, ein Crafting Table. Ja, nice. So, da kann ich 2 Stück sogar machen. Dann mache ich mal 2. Von was denn? Nur eine. Transmission Coil. Achso. Und jetzt müsste ich eigentlich die Windmill fertig bauen können. Cool. Ja, die Windmill steht. Ich brauche nur noch einen Rotor. Alter. Dieses Jerky-Zeug, da kannst du den ganzen Sack von fressen, bevor du da mal keinen Hunger mehr hast. So, hier ist ein Rotor. Wie geht denn der? Haben wir jetzt denn hier noch? Iron-Rotor. Bekomme ich kein Rezept angezeigt. Das ist ein bisschen doof. Tin. Okay, warte mal. Muss mal kurz dieses sogenannte Gorgel benutzen. Gorgel? Iron RF Wind. Receive. Hier ist noch Silber drin, brauchst du das irgendwie? Was? Silber? Ja, kannst du verdingsen? Veringotten? Ja. Okay. Machen wir das doch mal. Ja, tu es. Jetzt ein Video gucken. Also wir brauchen, glaube ich, ein bisschen Iron. Haben wir normalen Iron? Wir haben noch Eisen, ja. Glaube ich. Also ich habe 5 Barren noch. Davon brauche ich aber 4. Mit. Ich bekomme das nicht angezeigt irgendwie. Was denn? Von Iron Rotor bekomme ich kein Rezept im Nähe. Der heißt doch so, ja? Ja. Ah doch, hier ist ein anderer. Nee, ich hab, da gibt es irgendwie 2 und das. Ja gut, dann brauche ich doch nur Iron. 5 Iron. 5 Iron Maiden. Iron Maiden. Geil. Aha. Stimmt, der eine hat kein Rezept, sehr seltsam. Ja, mei. Ob ich irgendwo noch Iron auftreiben kann. Ich gehe mal. Ohr, das können wir gebrauchen. Ich gehe mal ein bisschen Lava holen. Lava, was ist das denn? Copper, Iron Ore, 3 Stück, ja, hallo. Was denn, wie denn? Super, ich hab's gefunden. Hast du es gefunden? Hab's gefunden. Ja, mei. Was geht in die Smeltery rein jetzt?
Poing. Und ein Tennis noch drin? Ja, das hole ich gerade raus. Also, okay, ist kein Problem. Gut, da alles eigentlich, wenn man diese Erze in die Smelterie macht, ist ja effektiver, ne? Oder? Als was? Ja, als sie einfach in den Ofen reinzukloppen. Oder nicht? Oh, nee, das bitte nicht hernehmen. Nee? Nee. Das, ich glaube, in irgendwelchen späteren Quests, das ist ja nämlich hier so ein Vanilla-Zeug. Ah, okay, gut. Und, Gut, okay. Aber guck mal, du, wenn du sowas haben oder brauchst, guck mal. Ja. Dann müssen wir hinten hier zu dem Sieb gehen. Ja, dann guck ich mal, ob da was drin ist. Alter, was geht denn hier ab? Und da musst du den Scheiß dann rausnehmen und dann quasi daraus wieder so ein Dings zusammenbauen. Gut, mach ich. Sehr gerne. Ich habe jetzt sehr viele gepowdert Iron. Das ist gut. Ganz viel. Ganz viel. Du willst oder nicht? Ob ich will oder nicht? Ja, dann mach ich jetzt aber rein hier. Alter, ich komme gar Iron nicht Man klar Dust. Mit meinem Scheiß. Alter, das überläuft komplett, ey. Müssen wir mal leer machen, das Ding. Aber kann man da nicht eine Kiste neben dran stellen und sagen, hier rein damit? Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube halt nicht so, also dass man da nicht einfach so die Kiste ranstellen kann, sondern immer mit Frosch im Hals. Mit irgendwie einer Röhre oder so. Meinst du? Mal gucken. Ich muss mich jetzt hier leider mal ein bisschen auskehren hier mit dem ganzen Kram, den ich im Inventar habe. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ups. War da so ein, wie heißt er denn? Ja. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der wird auch aus Eisen gemacht. Wer denn? Was denn? Wie denn? Der Typ, den ich meine. Ah. Der Sachen von einem ins nächste schiebt. Richter. Ah ja, ein, Wer ist denn der? Ein Hopper, genau, danke. Ein Öpper. Ach so, das meintest du hier mit dem Eisen. Ja, das gibt mehr, wenn du die in. Hier liegt nämlich noch ein Eisenbarren im Ofen. Das gibt mehr, wenn du die in die Smeltery knallst, ja. Ah, siehst du, das wollte ich ja wissen. Ja. Smeltery, der müsste gleich voll sein. Und ganz hellgelb. 25 so. Ingots. Ja, gut, dann mach mal. Zaggi. Ach, scheiße, einen Pisten brauchen wir auch noch. Pissen? Musst du auf Toilette? Nee. Obwohl, warte mal, doch. Kannst auch in die Star Citizen Fanpost reinmachen. Was denn? Dein Geschäft. Ach, mein Geschäft, stimmt, das geht dann eh sofort zack ab in die Void. Von daher, perfekt. Ach, guck mal, geil, das fällt da raus. Nee, ist nicht mehr. Wieso kann ich denn das Rezept hier nicht nehmen, verdammte Axt? Ma, weil mir das Holz fehlt. Mäh. Nur so viel, wie ich brauche jetzt. Laufe ich einmal ums Haus rum, ich Vollidiot. Soll ich gerade einen Hopper machen? Das ist ja Langzeitinvestition. Warum mache ich? Ja, mach mal ruhig einen Hopper. Brauche ich die Kiste wieder? Oh, ich muss was fressen. Eieiei, also ich muss sagen, der Brainjack, der hat aber lange angehalten. Ja, der hält recht lange, das stimmt. So, dann haben wir hier... Ups. Noch, hahaha, letzter Pülverreiseapparat fertig. Höppidi höpp. So. Okay. Wo ist er denn hier? Ach, Arschloch, doch nicht da. Nee, Kacke. Was denn? Mach ich denn jetzt, dass der in eine andere Richtung guckt? Der Hopper? Ja, muss ich die Kiste dann schon platzieren? Was für eine Kiste? Eine Kiste, wo der Hopper Sachen reinschmeißen darf. Was ist denn hier? Achso. Meinst du jetzt von dem Sieb in die Kiste oder wie? Genau. Na, da Hopper ran und dann die Kiste oder wie? Ja. Mach ich grad. Ach, da bist du. Okay. So, dann machen wir hier mal ihn. Eine große Kiste und einen Hopper. So. Nee, so nicht. Das geht raus und oben ist ein Eingang. Ups.
Test. Ich habe ein bisschen Zeug mitgenommen. Wie geht denn das? Okay. Der lässt sich nicht in eine Dings verschieben. Position halt nicht. Ah, jetzt. Ah, da muss man von oben rein. Okay. Ach so. Kacke. Scheißen Dreck. Scheiße Dreck? Ja. Na, oder man macht es wieder mit so einem. Mit so einer Note. Warte mal, da haben wir doch noch irgendwo Kabel gehabt. Wenn man wüsste, in welcher Kiste die Dinger jetzt sind. Hier, Transferpipe, warte mal. Mal gucken. Was würde gehen? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Ah, dann mach ich den Hopper mal wieder weg. Mach mal. Ja, geht. Oder ja, hast du da Sachen, die ich eben rein in den Hopper geworfen habe. Nee, dann geht das nicht. Dann müssen wir da vielleicht noch einen Transfer-Note dranhängen. Haben wir da noch einen? Ja, geil. So, dann baue ich die Kiste mal ab, ne? Nee, lass die mal stehen. Okay. Bitte? Ja, mach ich. Jetzt. Jetzt geht? Ja. Ah, ja. Yeah. Okay, das Ding kann man aber leider nicht konfigurieren, dass der mal so stackweise hier den Scheiß da rausholt, sondern der macht das alles immer nur Step by Step. Am anderen, ne? Ja. Na gut, da müssen wir mal halt gerade ein bisschen Hilfestellung geben. Den Scheiß reinwirft. Ja. So. Gut. Dann hat er auch ein bisschen Luft, um voll zu werden. Also, damit er nicht voll läuft. Ja, dass der nicht mehr voll läuft, genau, und dann alles oben rausschmeißt. Gut. So, ich muss wieder essen. Kacke. Brauchen mehr von den Zombie-Hirnen. Richtig gut. Da hinten hängt noch eins, wenn du eins brauchst. Nee, ich habe mich gerade mit Kartoffeln vollgestopft. Jetzt wollte ich mal gucken. Hämmerer. So, der ist ja vielleicht doch gar nicht schlecht. Oh, teuer aber. Oh, Alter, ist der nice. Oh, ein Envil. Junge, Junge. Der ist ja teuer. Okay. So, wo ist denn mein Eisen? Einen brauche ich noch. Dann kann ich einen Rotor bauen. Aluminium Crushed Iron Ore. Okidok. So. Was haben wir denn hier alles? Und den Rotor benutze ich jetzt wie? Egal, ich guck mal, ob die Quest jetzt abgibbar ist. Ja, auf jeden Fall. Claim Rewards, Solar Panel 2. Nice. Das ist echt nice. Kann ich da wieder drauf bauen auf die zweite. Das zweite Kabel. Alter, das zweite Solarpanel hat 250.000 Energieerzeugung. Krass, der Scheiß. Da sind wir hier echt. Ja, läuft ganz gut, glaube ich. Das gucke ich, wie ich diese Windmühle kann bauen. Geht nicht. Hä? Was ist denn jetzt hier los? Muss ich die hochbauen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das geht. Muss ich mal gerade gucken. Die Leute sehen gerade nur ein Spiel von mir. RF Windmill. So, Overview. Guck ich mal gerade. So, was kommt da jetzt raus? Aus Gravel kommt. Peng. Ja, ist halt richtig. Das wird schon werden. So, dann muss ich das anscheinend ein bisschen hochsetzen. Doch. Der Rotor ist angeblich zu hoch. Wie zu hoch? Ja, der Rotor braucht wohl mehr Platz. Okay. Glaube ich. Auf. Da die Windmill hin. Ja. Jetzt. Mich verarschen. Was denn nun? Falsche umgedreht. Nee, ich, den kann man von Hand umdrehen, aber ach so? Der Wind soll da jetzt was machen. Mike, ich drücke immer falsch, ich Vollidiot.
So, jetzt haben wir schon mal wieder 6. Nee, hier. So, die ganzen Powder-Sachen, die nehmen wir hier mal weg. Gut, dann müsste jetzt ja quasi mal irgendwann Wind kommen, oder was? Oder steht das jetzt nur dumm rum? Ach, da. Ist das? Okay. Ich habe jetzt dagegen geschlagen, jetzt dreht er sich. Ja, ja. Currently harvestable. Passiert erschreckend wenig, oder? Ja. Warum? Weiß ich nicht, ich bin am Lesen gerade. Also wenn du manuell dran drehst, dann erzeugt er aber auch Strom. Ja. Ich habe schon 672 RF erzeugt. Irre. Okay, das steht alles zu dicht zusammen. Okay, muss ich ein bisschen auseinander. Aha. Was wollte ich jetzt machen? Ach so, hier, genau. Den so, Olaf, mach mal was. Was haben wir da? Ich baue die mal hier hinten hin. Auch ein bisschen höher. Mhm. Eines bisschen jedenfalls. Eine Winzigkeit. So. Wir sind übrigens schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ja. Oh, das tut mir leid. Wer hat angefangen? Du, ne? Ich ja. Oh, jetzt dreht er sich. Ganz langsam, ne? Aber wirklich sehr langsam. Der muss höher, ne? Kann das sein? Noch höher. Na, ich würde mal sagen. Wie komme ich dann da die Energie da raus? Na, mit dem Kabel. Ja, okay, dann brauchen wir erstmal mehr Kabel. Richtig. Gut, dann lasse ich den mal so stehen. Ich meine. Zeichen meiner Schande und dann baue ich ein paar Kabel. Hier, ich kann dir schon mal ein gewisses Startkapital geben. Bitteschön, 5 Stück. Ah, Moment. RF Windmill. Mhm. Heißt das Ding. Dann gucke ich mal, was da alles so gibt. Das war's. Gut, ja, gut. Dann kannst du beenden, mein Freund. Gut, dann machen wir hier drücke auf den Knopf, dann bis zum nächsten Mal, dann hier wird gewindet. Bis später. Bis dann, tschüss. Ciao.